Bevor wir etwas Wichtiges anfangen oder vor einem Publikum stehen, spüren die meisten von uns eine gewisse Unsicherheit und auch Angst. Viele Schüler und Studenten kennen dieses Gefühl, das Lampenfieber. Ja, es gibt noch viele weitere Ängste. Angst vor Krankheit, Einsamkeit, vor Tieren, Höhen und Tiefen und so weiter. Aber es gibt eine noch schrecklichere Angst. Das ist die Todesangst. Sie ist oft unbeschreiblich. Menschen, die kurz vor ihrem Sterben gestanden sind, erzählen uns davon. Sie berichten von ihrem langen Bangen, von der Kälte, vor dem Dunkel und dem Ersticken, von den Qualen, die sie erlebt haben. Nach solchen Erfahrungen werden sie sagen, wie wertvoll jede Sekunde ist, wie notwendig jeder Atemzug, wie wichtig jeder Mensch und jedes ermunternde Wort. Auch Jesus sieht seinem Tod in die Augen. Es war ihm bewusst, dass die letzte Phase seines Lebens auf der Erde angebrochen ist. Darum spricht er im Evangelium von der Erschütterung seiner Seele. Er sah seine Kreuzigung und die Erniedrigung voraus und erlebte große Todesangst. Das war auch für ihn keine einfache Situation. Aber wieso hatte Jesus Angst vor dem Tod? Ist er denn wirklich der Sohn Gottes? Und wie kann man an einen solchen Gott glauben? Vor allem, wie kann er, der selbst Angst hatte, uns retten, uns von der Angst befreien? Ja, solche und ähnliche Fragen sind uns nicht fremd. Warum? Das liegt nicht an uns. Gott ist für uns eine starke Figur. Ja, er ist wie ein Held. So erleben wir ihn in vielen Mythen und Geschichten. Auch die Bibel berichtet, dass Gott allmächtig ist. Selbstverständlich verbinden wir Gott mit solchen Beispielen. Deshalb ist es nicht einfach, an einen Gott zu glauben, der vor dem Tod Angst hatte. Ja, in Jesus sehen wir keinen mächtigen, sondern einen schwachen Gott. Es ist gewöhnungsbedürftig. Dennoch tut das einem gut, zu glauben, dass unser Gott genau wie wir empfindet. Er war Mensch. Er war auch schwach. Aber er war nicht nur schwach, sondern gleichzeitig stark. Sein Gottvertrauen war seine Kraft. Sie befreite ihn. Ein menschlicher Gott. Ja, meine Lieben. Dieses Wissen schenkt uns Zuversicht, gerade in dieser Zeit der Unsicherheiten und der Pandemie und in allen chaotischen Zuständen. Er lehrt uns, Angst zu haben ist normal, aber das Gottvertrauen soll alle unsere Ängste überwinden und uns befreien. Danken wir Gott für sein Schwachsein, für seine Menschlichkeit. Ja, mit ihm wollen wir unser Leben stärken, unser Gottvertrauen stark machen.
Mit ihm wollen wir unsere Ängste besiegen. Gott segne uns dazu. Amen.